Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um den Vergleich Fuji X-T4 und Fuji X-T5. Seit einer Woche bin ich Besitzer der X-T5 und fahre jetzt zu meinen ersten Test rein. Und an diesem Glück wollte ich euch mal teilhaben lassen. Ja, was ist hauptsächlich zu vergleichen? Natürlich der Sensor. Wir haben jetzt bei der X-T5 einen 40-Megapixel-Sensor. Bei der X-T4 ist noch der 26-Megapixel-Sensor drin. Und insbesondere interessieren mich natürlich die Unterschiede genau, die sich darauf beziehen. Alle anderen Features sind ja fast gleich und die Unterschiede, die es gibt, die habe ich ja in meinem letzten Video schon erwähnt. Heute gucken wir uns jetzt mal die Bildergebnisse an. Ja, bei meinen Vergleichen halte ich keine Testkarte vor die Objektive, sondern was mich interessiert ist Landschaftsfotografie. Deshalb mache ich den Vergleich auch draußen. Heute ist ein bisschen bewölkt, sodass wir einigermaßen stabile Lichtverhältnisse haben, damit es auch ein bisschen objektiv bleibt, weil wenn ich die Kamera wechsle, es vergeht ein bisschen Zeit und die Lichtverhältnisse ändern sich natürlich. Aber ich denke, das ist heute zu verkraften. Das ist mir auch übrigens allemal lieber, als auf eine Pappkarte zu fotografieren und dann die letzten Pixel rauszusuchen. Das hat alles seine Berechtigung, interessiert mich hier aber wirklich nicht. Ich will wissen, wie ist das Resultat in der Landschaft. Ja, die Testbedingungen sind wie folgt. Um möglichst wenig Parameter zu ändern, habe ich mit der Festbrennweite gearbeitet, sodass ich mit der Brennweite schon mal keinen Fehler machen kann. Ich habe immer die Blende F8 eingestellt und gehe dann damit ins Rennen. Was ich insbesondere sehen will, ist, wie ist das Rauschverhalten des Sensors, wie ist es mit der Schärfe bestellt und dann insgesamt natürlich der Bildlook interessiert mich. Also wie sieht das fertige Bild aus? Gibt es da Unterschiede in der Wirkung, wenn ich das insgesamt betrachte? Die Testreihen sind jetzt wie folgt. Ich habe Blende F8 fest eingestellt und gehe dann mit fest eingestellten Zeiten jeweils die ISO-Werte durch. Wenn ich die ISO-Werte verändere, muss ich natürlich irgendwann noch die Zeit anpassen. Das habe ich aber bei beiden Kameras gleich durchgeführt. Und die Vergleiche zeige ich euch gleich und dann zeige ich euch auch die Einstellungen. Ja, als Testlandschaft habe ich was gewählt, wo ich einen See habe, also glänzende Oberfläche, dann hinten sehr dunkel und dann einen Himmel mit ein bisschen Struktur drin, sodass wir starke Helligkeitsunterschiede haben. Aber auch dieses reflektierende Wasser, dunkles Wasser, da können wir das Rauschverhalten relativ gut erkennen. Ich denke, das ist schon ein kleiner Anspruch an die Sensoren heute. Und wir sehen direkt im Vergleich das, was ich heute sehen will, Landschaft. Ja, eine wissenschaftliche Auswertung ist das natürlich nicht. Das hält natürlich keinem Labortest stand, das ist klar, das ist mir auch bewusst. Aber ich denke, ihr könnt nachempfinden, was ich hier zeigen will. Wie verhält sich der Sensor halt in der Landschaft und kann ich für mich subjektiv Unterschiede erkennen? Stört mich irgendwas? Gibt es stärkeres oder schlechteres Rauschverhalten? Wie ist es mit der Schärfe bestellt? Ja, wir vergleichen gleich direkt die RAW-Aufnahmen. Die sind natürlich vollkommen unverändert und wir tauchen jetzt mal ein in den direkten Vergleich hier am Bildschirm. So, kommen wir jetzt mal zum Sensorvergleich am PC und gucken uns mal die Wahrheit an in Daten. So, ich habe jetzt hier zwei Bilder aufgemacht, einmal X-T4, einmal X-T5. Die Daten sind jeweils gleich. Wir arbeiten hier mit einem ISO-Wert von 160 und einer Verschlusszeit von 1/60. So, wenn wir uns jetzt mal die Aufnahmen hier ansehen, was sofort auffällt, ist, dass auf dieser Seite ist die X-T4, das Bild von der X-T4 etwas heller ist als das Bild von der X-T5. Also nochmal, um es klarzustellen, das sind jetzt die Rohdaten unbehandelt. Man kann hier auch das Histogramm sehen, das ist jetzt das Histogramm von der X-T4 und achtet mal jetzt, wenn ich umschalte und das Bild von der X-T5 aktiviere, dann verschiebt sich der gesamte Bereich mehr zum Dunklen hin. Ich gehe nochmal zurück auf die X-T4. So, wenn ich jetzt hin und her toggle, kann man deutlich sehen, dass das Bild der X-T5 etwas dunkler ist bei gleichen Werten. Ich habe erst vermutet, dass die Lichtbedingungen sich geändert haben, aber das war nicht so. Es war tatsächlich so, dass dieser Effekt durchgängig bei allen Bildern ist. Und ich habe die Aufnahmen der X-T5 früher gemacht, da hätte es eher heller sein müssen. Aber die Lichtverhältnisse waren relativ stabil. Zwischen den Aufnahmen liegen nur 8 Minuten und die Sonne war immer bedeckt durch die Wolken. Also
wir hatten recht stabile Verhältnisse. Also das ist schon mal eine erste Tendenz. Die Bilder der X-T5 sind dunkler. Schauen wir uns jetzt mal an, wo ist es denn dunkler, wo kommt das denn her? Und dann können wir uns mal hier die Gradationskurve ansehen und ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Farbkanäle. Fangen wir mal mit Rot an. Ich habe jetzt wieder die X-T4 aktiviert und gehe jetzt auf die X-T5. Da sind wir zwar im gleichen Bereich, aber die Fläche nimmt deutlich zu bei der X-T5 in dem roten Bereich. Und zwar an dieser Stelle. Ich gehe nochmal zurück. Ansonsten ist sie sich relativ ähnlich. Also wir haben hier eine größere Fläche und hier fehlt ein Peak im Rotbereich. Gehen wir mal auf den grünen Bereich. Das ist jetzt X-T5. X-T4. Wieder ähnliches Verhalten. Die Fläche hier nimmt ab, der Peak hier nimmt zu. Und jetzt gehen wir mal auf den blauen Bereich. Das ist X-T4. X-T5. Und hier können wir schon den signifikanten Unterschied sehen. Der Blauanteil in dem Bild der X-T5 nimmt deutlich ab. Und wenn man sich jetzt mal die Bilder ansieht, nur im Vergleich, dann merkt man auch, dass das Bild der X-T5 etwas weicher und etwas rötlicher wirkt. Der Blauanteil hier bei der X-T4 ist deutlich höher. Das sind nur Nuancen, aber vom Bildeindruck hat das eben insgesamt die Wirkung, dass das Bild der X-T5 etwas weicher erscheint. Also nicht nur bei den Farben, sondern insgesamt das Bild scheint etwas weicher und nicht ganz so knackig zu sein. Hier bei der X-T4 kommen auch die Weißtöne dadurch ein bisschen mehr zur Geltung. Ist aber klar, wenn der Blauanteil höher ist. So, schauen wir auf die Details. Wir gehen jetzt mal mit der Lupe rein und gucken uns an, wie sind die dunklen Stellen? Gibt es da ein besonderes Rauschverhalten? Wie sind die Details zu erkennen? Wie ist die Schärfe? So, Lupe stellen wir auf 200%. Und jetzt gehen wir mal hier hinten auf die Birken, fangen wir mit der X-T4 an. Die Schärfe ist auf die Distanz gesehen natürlich immer relativ gut. Man kann die einzelnen Äste gut erkennen. Selbst auf den Stämmen kann man dunkle Flecken erkennen, alte Aststellen. Ja, jetzt springe ich direkt rüber in den Bereich. Auch hier kann man diese Details bei der X-T5 relativ gut erkennen. Es sieht aber nicht so aus, als wenn hier mehr Schärfe drin wäre. Okay, gehen wir mal hier auf diesen dunklen Bereich. So, X-T4. Also man kann schon hinten das Ufer erkennen, einzelne Blätter, die dort liegen, die Struktur. An dem Ufer ist leicht zu erkennen, also es gibt keine abgesoffenen Teile, sondern im Detail kann man hier immer noch Sachen sehen. Einzelne Blätter, Äste ist relativ gut zu erkennen. Der Busch hebt sich gut vom Hintergrund ab. Da ist der Weg etwas heller zu erkennen. Also bei der X-T4 sieht das schon ganz gut aus. Jetzt gehen wir mal auf die X-T5. So, es ist zwar etwas dunkler, aber man muss sagen, es ist vom Verhalten her gleich. Es sind keine Teile, die weggesoffen sind, obwohl das Bild dunkler ist. Sind die Details alle vorhanden? Der Weg erscheint heller. Die Blätter, Äste sind alle einzeln zu erkennen. Aber es wirkt nicht schärfer. So, schauen wir uns mal das Rauschverhalten ein bisschen stärker an. Ich habe jetzt mal zwei Bilder geladen mit dem ISO-Wert 800. Ansonsten wieder alles gleich. Fangen wir mal wieder an mit der X-T4. Ich schalte mal wieder um auf die Lupe. Gehen wir mal in den Himmel oben. Da kann man sehen, selbst bei einem Wert von ISO 800 ist bei der X-T4 alles wunderbar im hellen Bereich. Gucken wir uns mal die dunkleren Bereiche an, hier am Ufer. Ja, nichts, was ich beanstanden würde. Kein Farbrauschen. Auf den dunklen Flächen auch keine Fragmentierung oder Rauschen zu erkennen. Sieht gut aus. So, gehen wir mal auf die X-T5. Fangen wir wieder mit dem Himmel an. Auch hier alles weich. Kein Rauschverhalten zu bemerken.
Wobei ja meine Erwartungshaltung eher war, dass die X-T5 eher dann zum Rauschen neigen würde, weil auf gleicher Fläche mehr Pixel, kann das schon mal passieren. Aber das hat Fuji hier anscheinend relativ gut in den Griff bekommen, weil es gibt ja keine Unterschiede zur X-T4. Gehen wir mal in den dunklen Bereich, das ist dann ein bisschen interessanter. Auch hier kein Farbrauschen zu erkennen oder Fragmentierungen. Das sieht sehr sauber aus. Das sind ganz normale Spiegelungen. Ja. Also bei dem ISO-Wert 800 ist das Verhalten noch relativ gleich. So, gehen wir mal ins Eingemachte. ISO 12800. So, ich habe wieder auf der linken Seite das Bild von der X-T4, rechts X-T5. Wenn wir uns das Bild jetzt im Gesamten betrachten, sieht das nicht verrauscht aus. Ich mache mal kurz jedes einzelne Bild, damit das besser zu erkennen ist. So, das ist X-T4. Also wenn man das so auf dem Bildschirm sieht, sieht es jetzt nicht wirklich schlimm aus. X-T5 ist wie gehabt ein bisschen dunkler, aber so von großem Verrauschen erstmal nicht so deutlich zu erkennen. Wir zoomen jetzt aber gleich mal rein. Aber guckt euch dieses Bild mal in der ganz normalen Größe an. Also man muss keine Angst haben, die ISO-Werte hochzuschrauben. Ganz klar, mal auf einen ISO-Wert von 1000, 1250 zu gehen, macht den Bildern heutzutage überhaupt nichts mehr. Aber gut, gucken wir uns mal die Details an. Das würde uns ja interessieren, wenn wir hier zum Beispiel drucken wollen. Ich zeige euch mal eben die Lupeneinstellung. Die Lupe ist jetzt auf 100% und fangen wir mit der X-T4 an. Gehen wir mal zuerst in den Himmel. So, und hier ist natürlich jetzt deutliches Rauschen zu erkennen. Da ist eine Körnung drin. Teilweise kann man so leichte Wurmfragmente erkennen. Und jetzt gehen wir mal in den dunklen Bereich. Das ist meistens der schlimmere. So, und hier ist es ganz klar verrauscht. Wir können so weiße Pixel sehen. Sieht sehr unangenehm aus, wenn man das so vergrößert. Also nicht schön. Aber das ist ja bei ISO 12800 zu erwarten. Okay, der Vergleich X-T5. Ja, auch hier verrauscht. Das Rauschen sieht ein bisschen feiner aus, aber am Ende ergeben sich auch so leichte Wurmfragmente. Es ist nicht so schlimm wie erwartet. Es ist auch nicht schlechter als bei der X-T4. Es ist anders, aber es rauscht auch. Ich gehe mal direkt wieder rüber zum gleichen Bereich. Ja, das Rauschverhalten sieht sehr, sehr ähnlich aus. So, gehen wir mal in den dunklen Bereich. Ja, hier auch ein deutliches Rauschen zu erkennen, aber ein ganz anderes Rauschen. Hier hat man nicht so viele Anteile von hellen Pixeln, die rauschen, sondern es ist eher ein Farbbereich. Ich wechsle mal jetzt ein bisschen hin und her. Hier kann man sehen, das sieht eher weißlich aus, das Rauschen. Und hier eher rötlich. Also, ich muss sagen, dafür, dass ich erwartet habe, dass der 40-Megapixel-Sensor mehr rauscht, sind die Ergebnisse relativ gut, was die X-T5 angeht. Was jetzt mal interessant wäre, ist, wenn man das Bild jetzt mal wirklich bearbeitet. Wie ist das, wenn man das Dunkle anhebt und wenn man das Bild insgesamt jetzt mal schärft, knackiger macht? Kann man aus den 40 Megapixeln mehr rausholen als aus den 26 Megapixeln? Also die RAW-Formate sind schon ziemlich identisch. Es gibt Unterschiede in der Helligkeit, aber ansonsten ist der 40-Megapixel-Sensor weder besser noch schlechter, was das angeht. Aber jetzt geht es um die Bearbeitung und welche Reserven hat das Bild. Und da erwarte ich mir von einem 40-Megapixel-Sensor natürlich mehr. Schauen wir uns mal die Realität an. So, starten wir mal mit der Bearbeitung und schauen mal, welche Reserven haben wir denn jetzt in der Bearbeitung drin. Wir verlassen natürlich jetzt deutlich den Pfad der Objektivität. Also es war bis jetzt schon sehr schwierig, das wirklich vergleichen zu können. Da ich ja den Anspruch hatte, das in der Natur zu machen, kommt man aber da relativ schnell an die Grenzen, muss ich gestehen. Bis jetzt ging es aber. Ich denke, dass der Vergleich bis jetzt ganz okay ist.
Wenn ich jetzt aber anfange zu bearbeiten, dann werde ich jedes Bild ein bisschen anders bearbeiten, die Regler ein bisschen anders ziehen und dann wird es halt schwierig, das wirklich zu vergleichen. Ich versuche mal, die Werte möglichst gleich zu halten. Wo es mir darum geht, ist zu sehen, gibt es bei einem der Sensoren mehr Reserven, wenn ich zum Beispiel das Dunkle aufhellen will oder wenn ich Konturen reinbringen möchte, Klarheit, Schärfe. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann schauen wir mal, ob der 40-Megapixel-Sensor da mehr drauf hat. So, ich habe jetzt als erstes hier die X-T4 genommen. Ich lege mal einen Wert zugrunde von ISO 400. Das ist ein realistischer Wert, aber die ISO ist schon so hoch, dass wir vielleicht mit Schwierigkeiten rechnen könnten, wenn wir da jetzt anfangen, das Dunkle anzuheben. Also gehen wir mal rein. So, ich mache jetzt mal so eine Standardbearbeitung für mich. Und gehe jetzt mal so meine Sachen durch. Ich fange mal mit der Klarheit an. Ganz moderat. Acht. Die Struktur hebe ich schon mal an. Das nutze ich schon mal, um die Schärfe zu erhöhen. Das ist bei Capture One ein relativ moderates Mittel. Dann gehe ich mal bei diesem Bild, weil die Bäume sind ja doch relativ weit weg über den See. Und nimm mal ein bisschen die Haze raus. Ja, dann wird das hinten schon ein bisschen knackiger. Dann gehen wir mal auf die Schärfung. Ich mache das jetzt mal bei beiden gleich. Ich gehe mal hier auf den Wert von 300. Den Radius auf 0,8. Das werden wir bei beiden gleich machen. Schwellenwert auf 1. Lichthofunterdrückung nehme ich mal raus. Dann können wir mal sehen, ob wir da Probleme bekommen. So, schauen wir uns mal an, vorher, nachher. Links ist vorher, rechts ist nachher. Da ist also schon ordentlich was passiert. Der Himmel, sind deutlich mehr Konturen rausgekommen, das sieht schon ganz ordentlich aus. Ich werde jetzt vielleicht mal noch ein bisschen Farbe reinnehmen, ein bisschen Sättigung. Ich werde jetzt keine lokalen Bearbeitungen machen. So ein bisschen Punch noch. So. Ja, nach Abschluss der Bearbeitung gucken wir uns nochmal die Details an. Insbesondere hier im ganz Dunklen. Ja, alle die Details sind gut rausgekommen durch Anhebung der Tiefen. Die Schärfe ist wirklich super gut. Also die Lupe ist auf 100%. Das sieht echt ordentlich aus. Insgesamt macht das Bild jetzt auch einen scharfen Eindruck. Die Farben sind gut, Details kommen raus, keine störenden Fragmente im Himmel, die Übergänge sind fließend, die Farben angenehm. Ja, also ein relativ gutes Ergebnis. Aber ich war mit meiner X-T4 ja auch schon immer sehr zufrieden. So, jetzt schauen wir mal, ob die X-T5 mehr kann. So, wir haben wieder das Bild genommen mit ISO 400 und fangen jetzt mal mit der Bearbeitung an. Ich gehe jetzt den gleichen Weg durch, fange mit der Belichtung an. Die muss ich jetzt hier ein bisschen mehr anheben, weil das Bild ja per se dunkler war. Aber das sieht schon ganz gut aus, da reißt nichts so auf Anhieb aus. Gehen wir mal in den Bereich der Tiefen. Ich überziehe es jetzt mal so ein bisschen, um zu sehen, ob der Bereich hier hinten, ob da irgendwas Schlimmeres passiert. Aber das sieht ganz ordentlich aus. Ja. Gut, dann gehen wir ein bisschen Klarheit ins Bild. Struktur für die Schärfe. Die Haze, ja, es wird sofort ein bisschen knackiger hinten. Das hat viel Wirkung hier. Dann gehen wir auf die Schärfe. Die gleichen Werte wie bei der X-T4. 0,8, 1, 0. Okay. So, dann haben wir noch ein bisschen Sättigung reingenommen. Jetzt schauen wir mal mit der Lupe uns hinten wieder den Bereich an im Dunklen. Und da wird es jetzt aber besser. Aber das schauen wir uns mal gleich im Vergleich an. Aber das sieht jetzt so aus, als wenn ich hier in den dunklen Bereichen
mehr Details rausbekomme. Das würde bedeuten, der 40-Megapixel-Sensor kann hier mehr liefern. Aber das ist ein erster Eindruck. Versuchen wir mal, das direkt nebeneinander zu stellen. So, vergleichen wir mal die beiden Ergebnisse der Bearbeitung. Ich habe jetzt die Bilder wieder hier nebeneinander gestellt. Also der Bildlook erstmal, es bleibt dabei, die Blauanteile bei der X-T4 sind ein bisschen höher. Die X-T5 sieht insgesamt immer noch ein bisschen weicher und runder aus. Guckt mal hier, schaut euch mal den Vergleich dieses Baumes an. Da ist bei der X-T5 deutlich mehr Reserve drin, was die Details angeht. Wir gehen jetzt mal mit Lupe rein. Ich habe die Lupe auf 100% gestellt. Ich gehe mal hier in den dunklen Bereich. So, einmal. So, und da kann man sehen, dass die X-T5 aus diesen ganz dunklen Bereichen, dass man da ein bisschen mehr rausholen kann. Schauen wir uns mal den Baum an hier. Ah. Also hier kommt, ich sag mal, der größere Sensor dann doch deutlich zur Wirkung. Also man kann in der Bearbeitung dann doch noch mal mehr rausholen. Und zwar signifikant. Schauen wir uns mal die Insel mit dem Stein an. Ich würde auch sagen, dass man das Bild in der Bearbeitung schärfer bekommt. Ich habe ja die gleichen Schärfeeinstellungen genommen. Und auch den fast gleichen Wert bei der Struktur, das auch für ein bisschen Schärfe sorgt. Das sieht ordentlich aus. Also, es gibt schon einen Unterschied dann in der Bearbeitungsqualität, die dann möglich ist. Heißt aber auch, man muss die Art der Bearbeitung beherrschen. Also das RAW-Format selber ist meiner Meinung nach nicht so unterschiedlich. Aber wenn man dann wirklich rangeht und bearbeitet, dann macht sich der große Sensor dann doch bemerkbar. Ob dieser Fakt aber dazu führen sollte, dass man sich ein neues Gehäuse kauft, das müsst ihr selber wissen. Also ich habe ja für mich die Entscheidung jetzt getroffen, ist klar. Und der Grund lag auch darin, unter anderem neben der Videoqualität, die ich jetzt nochmal erhöhen kann. Aber das sieht schon ordentlich aus, also da kriegt man doch dann deutlich mehr raus. Also ich denke, dass Fuji da einen wirklich tollen Sensor eingebaut hat. Ja, ich werde jetzt mal in den nächsten Wochen damit arbeiten. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Review, wenn ich wirklich mal ein paar Shootings gemacht habe. Bis jetzt war es ja wirklich nur ein Motiv, was ich hier bearbeitet habe. Fazit. Ja, gibt es ein Fazit? Ich spreche das ja ein, bevor ich die Ergebnisse kenne. Ich bin ja noch am See. Ob sich der Kauf dieser Kamera gelohnt hat, das entscheidet ihr mal. Macht das Sinn? Ich für mich habe ja die Entscheidung schon getroffen. Das ist auch unabhängig jetzt von dem Ergebnis, weil ich ohnehin ein neues Gehäuse brauchte. Und ich brauchte ein neues Gehäuse mit IBIS. Und mich interessiert jetzt in dem Zusammenhang, da ich auch Videos drehe, die Erhöhung auf 6K. Das alleine wäre jetzt kein Grund gewesen. Aber auch die anderen Aspekte, die die X-T5 jetzt an Verbesserungen bietet, war für mich interessant. Ich habe vor einem halben Jahr tatsächlich ja schon mal überlegt, meine X-T3 gegen eine X-T4 zu tauschen. Dann kamen wohl die ersten Gerüchte auf mit der X-T5 und deshalb habe ich gewartet. Meine X-T3 werde ich übrigens nicht abgeben, weil ich habe jetzt seit ein paar Wochen angefangen mit Streetfotografie und da ist das wirklich die Knallerkamera. Kleines Gehäuse, das Display geht nach vorne zu klappen, super. Und da brauche ich auch keinen IBIS für. Ja, das war's für heute von diesem schönen Platz an unserem Rotbachsee. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich zwischen X-T4 und X-T5 gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen rauf oder lasst ein Abo da, falls noch nicht geschehen, dann sehen wir uns regelmäßig wieder. Hier gibt es viel rund um die Technik, die ich selber verwende, das heißt Fuji Kameras, Fuji Objektive, aber auch das, was man so an Gadgets noch dazu hat. Aber immer Technik, die ich halt selber besitze und selber verwende, damit ich möglichst objektiv darüber berichten kann. Ja, das war's. Mit ein paar Impressionen hier vom See lasse ich euch jetzt wieder in die Welt von YouTube und da können wir ein bisschen weiter skippen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.